In den letzten Monaten meiner Ausbildung war ich voll und ganz fokussiert auf das Lernen und Wiederholen natürlich. Und irgendwann mal kam dann die Info hier, du solltest zeitnah eine Bewerbung rausschicken, damit du nicht nach der Ausbildung irgendwie da sitzt und keine Arbeit hast. Was in der Pflege wirklich nicht realistisch ist, aber trotzdem, man sehnt sich schon nach einem bestimmten Arbeitsplatz und hofft, diesen zu bekommen. Und klar, da muss man zeitig die Bewerbung rausschicken. In diesem ganzen Stress griff ich natürlich zu der schnellstbesten Option, Internetlösung. Ich habe mir einfach einen Vordruck runtergeladen, habe den korrigiert und bam, rausgeschickt. Hat mir das geholfen? Leider nein. Ich habe dankend eine Absage bekommen. Um solches zu vermeiden, sollte man sich wirklich mit der Bewerbung näher befassen. Ich weiß, in diesem Stress ist das ein Problem, aber man sollte sich schon ein bisschen Zeit nehmen, um das richtig gut vorzubereiten. Über dieses Thema wollen wir heute sprechen, natürlich nach dem Intro. Dieses Video wird präsentiert von dienstzimmer.com, dem Bewertungsportal für Pflegekräfte, und von Fürsorgefinder, der App, die anzeigt, welcher Fürsorgedienstleiter freie Kapazitäten für Neukunden hat. Hallo an alle, Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Also, die Lydia hat mich über Facebook angeschrieben, hat gesagt, hier Jura, ich bin kurz vor dem Ende, könntest du ein paar Tipps rausschießen, wie man eine gute Bewerbung schreibt? Ich muss gleich sagen, ich bin kein Spezialist für Bewerbungen, also das Netz ist voller wirklich guter Tipps und ich habe einfach ein bisschen meine eigenen Erfahrungen gesammelt und in dieses Video implementiert und natürlich habe ich reichlich recherchiert, um die besten Tipps rauszuholen für euch, um eine gute Bewerbung zu schreiben. Lydia, ich danke dir für die Anregung, ist wirklich ein gutes Thema und hier ist dein Video. Nun legen wir los. Was beinhaltet eine Bewerbung oder eine Bewerbungsmappe? Also als allererstes brauchen wir das Anschreiben. Nach dem Anschreiben kommt das Deckblatt. Nach dem Deckblatt kommt der Lebenslauf. Nach dem Lebenslauf kommen all die Zeugnisse, die im Lebenslauf vermerkt sind. Nach den schulischen Zeugnissen kommen unterschiedliche Zertifikate und Nachweise über Weiterbildungen oder Arbeitszeugnisse, die beweisen können, dass ich bei einer bestimmten Stelle gearbeitet habe und wie ich dort als Mitarbeiter war. Nun beginnen wir mit dem Anschreiben. Das Anschreiben ist das wichtigste Stück der Bewerbung. Warum? Weil das Anschreiben an allererster Stelle ganz oben ist und die es lesen, lesen sich als allererstes das Anschreiben an. Nun, das Anschreiben sollte nie länger als eine DIN A4 Seite sein. Das Anschreiben präsentiert dich als Persönlichkeit. Ohne lange drumherum zu reden, solltest du gleich am Anfang und in ganz einfachen Sätzen sagen, wer du bist, warum du dich für dieses Unternehmen entschieden hast und was sind deine Qualifikationen, die du mit dir bringst und die dich für diese Stelle geeignet machen. Du solltest wirklich reinschreiben, warum hast du dich für dieses bestimmte Unternehmen entschieden und was macht dich so besonders, dass du bei diesem Unternehmen unbedingt arbeiten solltest. Das ist sehr wichtig und das wollen die Leute auch lesen. Das heißt, unter all diesen Firmen, Pflegediensten, Pflegeheimen, warum wirklich ich? Weil ich um die Ecke bin und keine Ahnung, du hast 2 Minuten zu Fuß zur Arbeit oder hat dich meine Webseite beeindruckt oder hat dich meine Art und Weise, wie die Bewohner bei uns behandelt werden und gepflegt werden, begeistert und du willst wirklich ein Teil dieses Teams werden. Nun, wenn ihr euch entschieden habt, wo ihr euch bewerben möchtet, dann schreibt bitte nie formell, sehr geehrte Damen und Herren oder liebes Pflegeheim oder keine Ahnung, sehr geehrte Leitung vom Pflegeheim. Nein, nehmt euch die Zeit, findet heraus, wer für das Personalwesen der Zuständige ist, findet seinen Namen raus und schreibt diesen direkt an. Wenn es ein riesengroßer Konzern ist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Caritas, dann hat jedes Haus von Caritas einen bestimmten Ansprechpartner. Sucht den raus und schreibt den bitte direkt an. Sehr geehrte Frau bla 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 oder sehr geehrter Herr bla bla bla. Heute möchte ich mich hier und so weiter und so weiter. Ist es ein kleines privates Unternehmen, wie zum Beispiel mein ambulanter Pflegedienst, dann hat man keine große Auswahl und dann schreibt man entweder den Inhaber persönlich an oder man schreibt die PDL
die im Pflegedienst tätig ist, wenn sie irgendwo vermerkt ist, an. Das heißt, ich suche mir einfach die Webseite von dem ambulanten Pflegedienst, schaue mir an, okay, Inhaber Jelovac Jura, okay, dann schreibe ich: sehr geehrter Herr Jelovac, hiermit möchte ich mich bla 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 bla. Noch ein wichtiger Tipp ist: seid direkt im Schreiben. Seid nicht: ich würde mich freuen, es wäre mir eine Ehre, ich würde gerne und so weiter, sondern seid wirklich direkt, offen und schreibt in der Ist-Form. Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Das heißt, das gibt so ein bisschen, vielleicht hört sich das etwas arrogant an, aber es gibt etwas Stärke in dieser Form. Es zeigt, ihr seid bereit, ihr seid willig und ihr wollt wirklich diese Stelle. Zeigt das in dem Schreiben, das bedeutet etwas Positives, nie etwas Negatives. Also es ist nicht beleidigend. Jetzt kommen wir zum Anschreiben und Motivationsschreiben. Ich habe es absichtlich vorhin in der Auflistung nicht erwähnt, aber manche Unternehmen sagen, okay, wir hätten gerne ein Anschreiben und ein Motivationsschreiben, also die trennen das. Im Guten und Ganzen ist das Anschreiben und das Motivationsschreiben ein und das Gleiche. Aber wenn ihr auf so eine Firma stoßt, die diese zwei getrennt haben möchte, dann schreibt dem Anschreiben wirklich das Formelle: sehr geehrter Herr Jelovac, hiermit möchte ich mich auf diese und diese Stelle bewerben, und fasst es ganz kurz. Im Motivationsschreiben schreibt ihr dann die komplette Geschichte, auch wieder DIN A4-Seite. Wer seid ihr? Warum wollt ihr in diesem Beruf arbeiten? Warum habt ihr euch für diese Firma entschieden? Und was bringt ihr alles mit, um diese Firma oder dieses Unternehmen zu bereichern? Nun kommen wir zum Deckblatt. Das Deckblatt ist ein sehr wichtiges Stück in der Bewerbungsmappe. Als allererstes habt ihr eure Daten drauf, also wer seid ihr, Name, Vorname, dann die Adresse, Handynummer, E-Mail-Adresse und so weiter. Neben all diesen Daten kommt ein Foto auf das Deckblatt, euer Foto. Und hier ist es sehr wichtig: wühlt bitte nicht und kramt in eurem Archiv rum von euren Urlaubsfotos, wo ihr gebräunt seid, wo ihr so strahlt vor Entspannung und Glück, weil ihr im Urlaub seid, sondern nehmt euch Zeit, geht zu einem professionellen Fotografen und lasst euch wirklich für ein Bewerbungsbild ablichten. Es lohnt sich, diese 25, 30, 35 Euro zu investieren, einmalig, und dann habt ihr so ein geiles Foto, wo ihr richtig professionell abgelichtet seid, und das zeigt so ein bisschen eure professionelle Persönlichkeit. Nun kommen wir zum Lebenslauf, auch CV genannt. Der Lebenslauf beinhaltet Fakten, die wirklich überprüfbar sind. Im Lebenslauf beschreiben wir unseren Werdegang, das heißt von Anfang an euren schulischen Werdegang. Wann habe ich mit der Grundschule angefangen und dann langsam habe ich mich hochgearbeitet bis zum letzten Schultag. Neben dem schulischen Werdegang habt ihr auch einen chronologischen Werdegang im Beruf. Das heißt, ich habe nach meiner Ausbildung da und da angefangen, habe mich dann hochgearbeitet und habe jahrelang bei dem Unternehmen gearbeitet oder bei dem oder bei unterschiedlichen Unternehmen und so weiter. Natürlich, die Leute, die direkt aus der Ausbildung kommen, können das nicht vorweisen, aber vielleicht haben sie ein Praktikum irgendwo gemacht. Das sollte auch im Lebenslauf vermerkt sein. Es gibt unterschiedliche Formen des Lebenslaufs. Für mich persönlich ist es die beste Form, wo ich die beste Einsicht in diese Person habe, in den Werdegang, und das erleichtert mir viel und spart mir viel Zeit, wenn ich mir, keine Ahnung, 3-4 Bewerbungen anschauen muss. Nun, was bedeutet diese umgekehrte chronologische Form? Normalerweise listet man von Jahr 0 nach unten alles auf. Das heißt, ich habe 1972 die Schule angefangen, 1976 habe ich die Schule beendet, 1980 habe ich meine Ausbildung angefangen, 1990 habe ich mein Studium angefangen und 2010 habe ich angefangen zu arbeiten. Das wäre die richtige chronologische Form. Die umgekehrte chronologische Form heißt, ich schreibe als allererstes 2010 ganz oben, wo ich mit der Schule aufgehört habe, und arbeite mich langsam nach unten. Warum ist das wichtig? Weil ich so eine ganz schnelle Übersicht habe, okay, der Mensch
Mensch hat 2010 seine Schule beendet und 2010, also im gleichen Jahr im Oktober, hat er dann mit seiner Arbeit angefangen. Und dann geht's los. Also bei der Arbeit ist es genauso. Ich habe 2010 angefangen und 2020 habe ich aufgehört bei diesem Unternehmen. Das heißt, ich werde ganz oben das Jahr 2020 reinschreiben und schreibe dann, ich habe so viel und so viele Jahre bei diesem Unternehmen verbracht. Sehr wichtig ist es hier auch zu sagen, wenn ihr irgendwie Lücken gehabt habt, bei den Damen zum Beispiel, die in Schwangerschaft waren, die in Elternzeit waren, bitte listet das auch auf. Das ist sehr wichtig, weil wenn eine Lücke unbegründet ist, fragt man sich, okay, wo war dieser Mensch die letzten 2 Jahre? Warum hat er nicht gearbeitet? War er krank? War er im Ausland? War er in Rente? Also irgendeinen Grund gibt es bestimmt, warum gibt es diese Lücke. Bitte diese begründen, das erleichtert dann das Hinterfragen und das Denken, okay, das passt mir nicht, ich gucke mir lieber jemanden anderes an. Im Lebenslauf sollten auch eure besonderen Kenntnisse vermerkt sein. Besondere Kenntnisse sind der Führerschein zum Beispiel, PC-Kenntnisse oder Fremdsprachen. Oder letztendlich, ihr habt eine ganz besondere Gabe, mit Fotografie zu arbeiten. Also das sollte man schon rein auflisten, weil das macht euch als Individuum besonders für das Unternehmen. Alles, was ihr auflistet im Lebenslauf, müsst ihr mit einem Dokument beweisen können. Deswegen nach dem Lebenslauf würde ich Kopien von allen schulischen Zeugnissen mit einheften und natürlich alles, was mit euren speziellen Kenntnissen zu tun hat. Also Zeugnisse vom alten Arbeitgeber oder die ganzen Fortbildungen, die ihr während dem Arbeitsleben die letzten 10 Jahre gesammelt habt, würde ich alles schön reinpacken. Natürlich, ich wiederhole es gerne, die Auszubildenden, die ganz frisch sind, die nicht so viel vorzuweisen haben, die müssen sich keinen Kopf machen und denken, okay, jetzt bin ich weniger wert als der alte Hase, der irgendwie die Mappe so dick hat. Das hat nichts zu sagen. Ihr seid frisch aus der Ausbildung und das bedeutet schon mal sehr, sehr viel. Deswegen macht euch keinen Kopf. Nun, das ist alles zum heutigen Thema. Vielen Dank, Lydia, für das Thema, für die Anregung und ich hoffe, ich sehe bald deine Bewerbung hier auf meinem Schreibtisch, denn ich suche immer gute Leute für meinen Pflegedienst. Wenn euch das Video gefällt und wenn ihr es nutzbar findet, dann teilt es bitte weiter, damit auch andere davon einen Nutzen haben. Schenkt mir den Daumen hoch, so unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Und unter dem Video, unter der Beschreibung sind die Kommentare. Nutzt diese für Ergänzungen oder halt für Vorschläge für kommende Themen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao.